Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fortnite Rettet die Welt. Und weiter geht's mit unserer Hauptmission, meine Freunde. Und zwar, was ist in der Box? Dazu müssen wir 3 Schatztruhen in einer plus 34er Zone finden und erledige einen Imitator. Alles klar? Imitator, ich glaube, es gibt ja einige Schatzkisten, die keine wirklichen Schatzkisten sind, sondern ich weiß nicht, ob ihr das bis jetzt gesehen habt, das sind aber quasi so Monster oder Viecher, die euch fressen wollen, imitieren eine Schatzkiste zu sein und greifen euch dann an. Also ich hoffe, dass ich da jetzt wirklich eins finden kann, dann zeige ich euch das Ganze. Aber generell jetzt 3 Schatzkisten in einer Mission zu finden, also wenn es Battle Royale wäre, da geht's easy. Haben wir in 30 Sekunden wahrscheinlich, aber jetzt in Rette die Welt, hast du nicht schwierig. Also ich hoffe, dass wir einige finden, dann zeige ich euch, aber geht hauptsächlich darum, damit ihr wisst, was ihr zum Abschluss benötigt. In dem Fall, wie gesagt, einfach die Schatztruhen finden. Ja, mein Team, gut. Dann starte ich das Ganze und hoffe nur, dass es keine Quest ist oder keine Mission mit der Zone, weil wenn die Zone näher kommt, wird es schwierig. Okay, das sieht gut aus. In der Innenstadt sieht schön aus. Ich bin gerade alleine. Alles klar. Aber ich höre schon eine Schatzkiste. Ja, schon eine. Wir haben die Möglichkeit, einer herannahenden Horde entgegenzutreten. Mach dich auf einen Kampf gefasst. Alles und klar. Wir haben 10 Minuten, um so viele Höhlen wie möglich auszuschalten. Gut, mach ich natürlich. Wenn du die Erde schickst, gewinnen wir. Aber zuerst will ich meine Schatzkisten finden. Vergiss nicht, Höhlen- und Nebelmonsterproben zu sammeln. Schlag hart und schnell zu. Treibe Furcht in das Herz der Horde. So, da haben wir die erste Kiste. Mal schauen. Behalte die Karte im Auge. Ja, das war eine normale Schatzkiste, aber es zählt. Bonusziele sind im Spiel. Lass weg von mir, Höhlen. Wie gesagt, das zählt schon, aber darauf achten, dass sie auch zum Schluss die Mission positiv abschließt. Okay, weiter oben sollten noch 2 Gegenstände sein. Es könnte jetzt auch der Fernseher sein. Weil wir haben ja auch die Quest mit dem Fernseher. Also die tägliche Quest. Ja, das sind die Fernseher. Komm, die nehme ich einfach so mit. Ich will euch natürlich das Ganze mit den Schatztruhen zeigen. Ja, und natürlich ist es eine Quest mit der Zone. Alles klar. Also wir haben sehr wenig Zeit. Sehr wenig. Okay, okay, okay. Eine Kiste, also raus da. Ja, wie gesagt, Kisten in Rettet die Welt zu finden ist nicht so easy, weil die wirklich deutlich seltener sind. Aber eins haben wir, ihr wisst ja, wie die Quest funktioniert. Und ich habe jetzt ganz vergessen, ich habe euch ja im letzten Video versprochen, dass ich mir eine neue Klasse zulege, beziehungsweise wir haben ja gemeinsam uns wieder einen neuen Ninja zugelegt. Aber ich habe die Fähigkeiten noch nicht mal probiert, meine Freunde. Was sie so drauf hat. Aber wir werden bald Zeit haben dafür. Aber zuerst einmal natürlich kurz schauen für die Quest, ob wir da was erfüllen können. Dann können wir die Fähigkeit testen. Aber stimmt, allein ihr könnt ja mal Doppelsprung probieren. Ja, genial.
Allein der Doppelsprung, allein das macht schon aus. Allein deswegen zocke ich so gerne ein Ninja. Allein der Doppelsprung, okay, jetzt ist unser Kamerad gefallen. Ah, ich darf da nicht viel mehr Zeit verschwenden. Könnten dann noch Kisten sein? Hauptsache, die Fernseher haben wir genügend. Ja, komm. Shuriken kennen wir schon. Ich will die andere Fähigkeit gleich auch noch testen. Guck mal, da müssen doch Kisten sein. Da müssen doch Schatzkisten sein. Ich glaube, ich habe was gehört, meine Freunde. Oder auch nicht. Ja, das dachte ich mir. Dachte ich mir schon, dass es nicht easy sein wird. Da jetzt Schatzkisten zu finden. Also irgendwas höre ich da. Ja, ein Safe sogar. Alles klar. Aber es zählt leider nicht für unsere Mission. Wir müssen ja Schatzkisten plündern. Na toll, Hauptsache wir finden sogar einen Safe. Aber nicht die Schatzkiste, was wir benötigen. Der Sturm kommt näher. Leider nein. Wird knapp. Okay, jetzt hat ein Kamerad von uns eine Truhe gefunden. Nice. 2 von 3 haben wir zumindest. Ich hoffe jetzt nur eventuell, dass ich euch den Imitator zeigen kann. Ja, in der Zone kann man sich nicht lange bewegen. Ich finde die Zone in Rettet die Welt verursacht deutlich mehr Schaden als im Battle Royale. Battle Royale vor allem die erste Zone ist so easy. Alles easy durchlaufen. Aber ich bin zufrieden. Wenn wir die Quest jetzt positiv abschließen, 2 Schatztruhen haben wir. Ihr wisst, was ihr suchen müssen, wie gesagt, wegen dem Imitator. Es ist einfach. Sobald ihr die Schatztruhe findet, dann seht ihr das eh. Weil es ist eine ganz normale Schatztruhe. Nicht ganz normal. Einfach. Es sieht aus wie eine normale Schatztruhe. Und gleich die Fähigkeit testen. Das sind die Shurikens. Alles klar. Okay, also sie springt in die Luft und wir können von der Luft aus die Gegner wegballern. Beziehungsweise wahrscheinlich am besten mit den Wurfsternen das Ganze kombinieren. Aber ja, so viel zu der Zone. Ist schon alles eingeschränkt, also da geht es nicht viel weiter. Hilfe!
würde ich einfach sagen, meine Freunde, ich finde dann die restlichen Schatztruhen entweder nochmal alleine und mache ein Video drüber. Oder ich hänge das noch kurz dran. Ich will meistens immer eigentlich vermeiden, dass ihr eine Quest zu oft anschauen müsst. Die gleiche Quest zumindest. Dann nehme ich natürlich sehr viel Schaden. Deswegen zeige ich euch einmal, was ihr für die Quest machen müsst und versucht dann selber die Quest abzuschließen. Damit ihr euch nicht langweilt. Ich glaube, zeitlich soll sich rausgehen. Wir starten danach direkt noch eine Mission. Drohne raus. Ich muss nochmal die Fähigkeit testen jetzt. Also ab in die Luft. Okay, am besten entweder mit die Shurikens das Ganze kombinieren. Okay, der Doppelsprung ist schon genial, aber ich finde, der Drachenschlag war deutlich besser als die Hauptfähigkeit da. Aber probieren noch mal kurz. Ja, vor allem es ist sehr kurz, also die Fähigkeit dauert sehr kurz an. Einziger Vorteil, was es bringt, dass ich da in der Luft bin. Also bessere Übersicht, aber viel mehr Schaden. Okay, ich könnte von der Luft die Wurfsterne dann runterschmeißen. Die Zeiten ändern sich. Ja, ich muss überlegen, also wir werden natürlich eine Zeit lang wieder mit dem Ninja spielen. Am besten eigentlich alles, am besten die Hauptfähigkeit vom letzten Konstrukteur mit dem Ninja verbinden. Mit dem Doppelsprung. Ich will einfach nur einen Doppelsprung vom Ninja haben, mehr nicht. Also ich starte jetzt direkt schnell nochmal die Quest. Ja, ich werde schauen, wir spielen mal eine Zeit lang jetzt mit dem Ninja und falls ein neues Ninja auftaucht mit der anderen Hauptfähigkeit, hole ich mir die wahrscheinlich auch noch. Weil es bockt einen Ninja zu zocken, allein wegen dem Doppelsprung, aber Fähigkeit hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Die war jetzt okay, aber mehr nicht. Und vielleicht das Ganze gleich nochmal starten. So, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt wirklich die restlichen Kisten finden können. Damit ich euch zeigen kann, wie das funktioniert. Aber im Grunde genommen, ihr habt ja gesehen, ihr müsst einfach nur Schatzkisten finden. 2 von 3 haben wir jetzt. Und einen Imitator, sprich das wäre eigentlich eine ganz normale Schatzkiste. Sieht zumindest aus wie eine normale Schatzkiste. Ist aber ein Monster, wie soll ich sagen, ja eigentlich ein Monster, ein Menschenfresser drinnen. Der auch natürlich auffressen will. Und ihr müsst es nur zerstören, dann ist es auch erfüllt. Aber ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Video auch eins finden, dann kann ich euch das Ganze zeigen. Aber dazu müsste ich jetzt erstmal Schatzkisten. Ja, eine Schatzkiste habe ich schon. Komm. Bitte doch, Jungs. So, mal schauen. Ob wir Glück haben. Nein, das war nur eine normale. Obwohl, das bräuchte ich ja auch genauso. Aber das war nur eine normale Kiste. Ich höre da irgendwie noch eine weitere Kiste. Ach, gibt's da noch was? Alles klar. Eine nette Krankenschwester.
Ich habe ja ganz vergessen, ich habe ja meinen Ninja mit dem Doppelsprung. Das ist ja richtig genial. Gut, dann schau ich schnell in die anderen Häuser noch rein. Vielleicht haben wir wirklich Glück und finden einen Imitator, aber der ist ja eigentlich noch seltener. Es sind ja die Schatzkisten schon selten in dem Spiel. Aber einen Imitator zu finden ist noch seltener, aber ich hoffe, dass wir das jetzt finden, dann kann ich euch das Ganze auch zeigen. Sehr viele Holzpaletten, sollte ich auch mal etwas Ressourcen sammeln, aber jetzt ist die Quest vorrangig. Ja, wie gesagt, meine Freunde, wären wir jetzt im Battle Royale, hätten wir da mehr als genug Kisten. Aber in Rette die Welt ist wirklich sehr, sehr selten. So, habe ich da eigentlich reingeschaut. Also zumindest haben wir eine Mission, wo wir jetzt in der Stadt sind, weil da haben wir wenigstens Gebäude. Wir sind meistens in Gebäuden versteckt. Okay, okay, okay. Haben wir da alles. Gegner, Gegner, Gegner. Nur Gegner. Keine Kiste, vielleicht unten. Ist da etwas tiefer auch rein? Komm Jungs, bleib doch mal weg. Ja, natürlich nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in diesem Gebäude was sein könnte. Mindestens in den größeren Gebäuden hatte ich meistens das Glück. Okay, doch nicht. Dann mal schnell das nächste Haus anschauen. Ja, wie gesagt, es ist eine Glückssache. Also wenn wir jetzt Glück haben und in der Mission ich jetzt eins finde, dann zeige ich das Ganze, sonst hole ich es einfach selber nach. Es macht keinen Sinn, das so lange so oft die gleiche Quest anschaut. Es geht mir darum, euch zu zeigen, was ihr da finden müsst. In dem Fall sind es die Schatzkisten. Ich glaube, jeder, der Fortnite zockt, weiß zumindest, wie eine Schatzkiste aussieht. Und das mit dem Imitator ist einfach die gleiche normale Schatzkiste. Sobald ihr es looten wollt, greift es euch an. Greifen mich alle gleichzeitig an. Ist ja schön. Sache Fernseher ist da mehr als genügend. Schatzkisten. Ich höre da auch keine, weil meistens hört man auch die Kisten. Die machen einen schönen Geräusch. Man hört die meistens. Aber wie gesagt, die sind sehr, sehr, sehr selten. Vor allem ist die Kiste mit dem Imitator. Das müsste ich da wirklich sehr viel Glück haben, wenn ich im gleichen Video alles finde zum zeigen. So, in welchem Gebäude war ich noch nicht? Hier drüben! Die Gebäude sehen eigentlich alle ziemlich identisch aus. Da war ich noch nicht, kann das sein? Ist auch nichts. Da ist auch nichts, meine Freunde.
baue mal etwas rüber auf die anderen Seite. Oder teilweise ist da in den Tunneln bzw. in den Abwasseranlagen. Abwasseranlagen auch was drinnen. Wenn man Glück hat natürlich. Die Scheiße mit Taton sind mir sowieso immer auf die Nerven gegangen, weil immer wo ich einfach nur die normale Schatzkiste looten wollte, war es eine Finte, also eine falsche Kiste drinnen. Aber jetzt wo ich es euch zeigen will natürlich, finde ich keins. Ist ja klar, das ist Fortnite, ist ja klar. Ich gebe meinem Bestes, meine Freunde. Ich schaue jetzt nächsten Häuser überall nochmal alles komplett rein. Da ist er. Du solltest es endlich ausschalten, Kommandant. Okay, ja. Platziere jetzt den Werfer. Weil teilweise geht es auch tiefer runter, meistens. Ich höre jetzt eine Kiste. Ja, meine Freunde. Ich hoffe jetzt nur, dass das der Imitator ist. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Wir werden es gleich sehen. Die Waffe schon bereit machen? Nein. Nur eine ganz stinknormale Kiste. Nur eine ganz stinknormale Kiste. Das ist wirklich Glückssache. So, ich höre da jetzt irgendwie eine Kiste wieder. Oder zumindest irgendwas in der Art. Ja, da dachte ich mir. Komm. Komm schon. Nein, natürlich nicht. Höre ich jetzt speziell keine Kiste, aber hauptsächlich ihr wisst, um was es geht. Ich habe euch gezeigt, dass ihr da einfach die Kisten finden müsst. Schade, dass ich euch jetzt nicht wirklich den Imitator zeigen kann, hätte ich auch noch gern gezeigt, aber kann man jetzt wirklich nichts ändern. Und das schaue ich auch noch mal. Kein Blue Glow zur Verfügung. Haben wir Glück? Hier steht noch kein Blue Glow zur Verfügung. Nein, ist nichts drinnen. Kein Blue Glow zur Verfügung. Ja, schade. Schade, meine Freunde. Aber dann werde ich es einfach im nächsten Video danach holen. Mit dem nächsten Video einfach auch direkt die nächste Quest mitschauen könnt. Okay. Süß sind diese Typen kein bisschen. Ein Blue Glow deponieren. Ich habe die ganze Quest jetzt auch schon fast vernachlässigt. Weil wenn ich die Mission jetzt nicht positiv abschließe, ist ja auch das Ganze dann, sogar die ganzen Kisten, was wir gefunden haben, gescheitert. Deswegen immer schön beides im Auge behalten. Okay, sie haben Blue Glow deponiert.
Eine Runde drehe ich noch. Ich heb noch nicht auf, meine Freunde. Versuch das jetzt nochmal. Gut Glück. Brauchen nur eine einzige verdammte Kiste. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Kiste mit dem Imitator. Sogar Munition finde ich. Ja, auch was Seltenes in diesem Spiel. So das finden wir. Aber nicht den behinderten Imitator. Ich würde jetzt gerne mal schauen, ob jetzt meine Teamkameraden damit den Bauern vorankommen. Weil wir müssen ja die Schienen verlegen. Okay, ja, kommen Sie voran. Als nächstes müssen wir die Bombe zum Werfer transportieren. Mach dir um die Verteidigung der Schienen keine Sorgen. Falls die Bombe zerstört wird, können wir auch eine neue. Letzte Station. Dann wirst du ballern und gleichzeitig in Bewegung bleiben müssen. Da schaue ich nochmal kurz, meine Freunde. Und danach gehe ich einfach. Mach mit der Hauptmission weiter. Die Verbindung wurde unterbrochen. Nein. Gut, kann man nichts ändern. Verbindung hergestellt. Also rüber da. Rüber zu der Bombe und verteidigen. Sonst war ja alles sinnlos. Aber ihr seht ja, es kann ja, teilweise habt ihr Glück. Kann ja sein, das machen andere, wenn sie die Quest dann machen. Sofort als erstes. Es kann sein, dass machen andere sofort als erstes dann direkt den Imitator finden. Und dafür keine normalen Schatzkisten. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich mehrere Schatzkisten gefunden habe, aber keinen Imitator. So, kurz mal die Waffe wechseln. Ressourcen gönne ich mir noch. Also die Mission mit der Bombe ist schon eine richtig coole Mission. Also richtig. Ich will jetzt nicht sagen easy, aber schön ruhige Mission. Also macht richtig Spaß. Also das mit ihrer Fähigkeit habe ich jetzt nicht ganz draußen. Also wenn das jetzt alles ist, dass ich da nur die Gegner von der Luft wegballern kann, dann ist es ja nicht so berauschend. Ja, vielleicht finde ich in der nächsten Zeit, vielleicht ist ja im Shop noch was Neues drinnen. Eine neue Ninja-Klasse, die eventuell. Am besten will ich einen Ninja haben, die den Drachenschlag hat. Und vielleicht eine neue Fähigkeit zusätzlich. Das war's. Und dann natürlich Doppelsprung, das haben sie alle. Dann bin ich schon happy. Ich hab's immer noch nicht ganz aufgegeben. Schatzkisten. Gut rüber zur Bombe. Eigentlich schade. Hätte ein sehr schöner Abschluss sein können. Hätte ein sehr schöner Abschluss sein können.
wir alles erreichen würden. Aber wie so oft im Leben, man kann nicht immer alles haben. Okay, wird die Bombe noch angegriffen? So, Jungs. Weg mit euch allen. Die Mission ist schon cool. Gebe ich schon zu. Wird gemacht. So 3 Minuten 30 verteidigen. Geht alles easy. Entweder blicke ich die Fähigkeit von ihr nicht wirklich ganz durch oder das Maximum, was sie machen kann. Schön gesichtet. Schön in die Luft jagen. Okay, das ist die einzige Fähigkeit, was sie drauf hat. Geh mir doch aus dem Weg. So, Drohne raus. Richtig viel aus. Heftig. Heftig, was der aushebt. War dann schon zu dritt drauf. Wechsle mal kurz meine Waffe. Macht mit der mehr Damage. Ja, ein bisschen mehr. Heilen nicht vergessen. So viel mehr Damage habe ich jetzt mit der Waffe auch nicht gemacht. So, wo ist der Miniboss jetzt? Da ist er. Ist schon drinnen. Heftig, der macht da schon Schaden. Endlich, nice. Schön. Quest erfüllt. Okay,
Die Kanone noch ab. Alles klar. Gut, meine Freunde, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach direkt im nächsten Video.